Mensch, Viola, das war ja mal wieder eine Handelswoche. Nicht nur wegen Trump, oder? Aber hauptsächlich wegen Trump. Man muss sagen, es war eine verkürzte Handelswoche. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Wochenrückblick. Aber die hatte es trotzdem in sich. Aber das Spannende ist ja, das Thema Handelskrieg oder drohender Handelskrieg USA-China, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber in unterschiedlichen Eskalationsstufen. Also eigentlich hat man die Woche ja so ein bisschen dieses immer eins mehr als du zwischen USA und China. Ja, es hat fast die Anmutung von zwei Jungs, die sich in der Sandkiste sozusagen um ihr Förmchen streiten. Ernst waren es 3 Milliarden US-Dollar, um die es ging. Dann haben beide Seiten sich auf 50 Milliarden US-Dollar vermeintlich verständigt. Und jetzt hat Donald Trump sozusagen noch einen draufgepackt und gesagt, er will über 1000 Produkte, vor allem im hochtechnologisierten Bereich von China auswählen. Und es geht mittlerweile um über 100 Milliarden US-Dollar. Also es eskaliert tatsächlich wirklich. Ja, zwischenzeitlich, da hieß es ja dann mal, ja, es war vielleicht nur so ein bisschen eine ausgefallene Verhandlungsstrategie und das hat der Markt quasi sofort aufgenommen. Da ist der Markt auch nochmal richtig angesprungen, dass da so ein bisschen Entspannung ins Spiel zu kommen scheint. Aber spätestens als Donald Trump sich wieder zu Wort gemeldet hat, war es mit der Entspannung dann auch am Markt so ein bisschen dahin, oder? Ja, tatsächlich. Wobei man muss sagen, der Markt und die Marktteilnehmer haben so eine gewisse Lernkurve. Das würde ich jetzt schon sagen, weil am Anfang, die Amerikaner hatten ja nicht eine verkürzte Handelswoche, so wie wir. Die haben ja Montag schon angefangen. Da ging es dann erstmal positiv weiter. Dann kamen diese Töne, dann ging es nach unten. Dann haben wir darauf reagiert, sind mit nach unten gegangen, relativ drastisch. Und dann muss man sagen, haben wir ja im DAX, nachdem die Entspannung kam, der neue Wirtschaftsberater von Trump hat ja gesagt, naja, vielleicht kommen am Ende des Tages die Zölle dann doch gar nicht. Ja, ja, das war es, wo ich meinte, eben so, da saß doch mal nach Entspannung was. Aber wenn dann Trump nachlegt, dann bringt es ja wieder trotzdem nichts. Genau, aber da sind wir dann 2,9% im DAX an dem Tag nach oben gelaufen, über 300 Punkte. Und dann haben wir jetzt am Freitag halt eben gesehen, dass natürlich diese Eskalation verbal von Trump erstmal da war. Aber die Märkte haben relativ besonnen reagiert und man hat mehr auf Konjunkturdaten geschaut. Es ging da um die Arbeitsmarktdaten mit plus 103.000 etwas geringer ausgefallen als die erwarteten 185.000. Aber viel wichtiger war die Lohninflation. Die ist mit plus 0,3% im Rahmen der Erwartung ausgefallen. Und insofern hat man, was das dann betrifft, ein bisschen den Druck von der Fed genommen. Die müssen sich mit den Zinsen nämlich jetzt tatsächlich nicht beeilen. Also hauptsächlich war es eben das Hickhack China, Trump, Trump, China in dieser Woche, was uns beschäftigt hat. Und die US-Jobdaten, auf die wir heute Nachmittag dann eben nicht mehr warten mussten, die es dann endlich gab. Aber so ganz eindeutige Signale haben die auch nicht gesandt. Was hat letztlich der DAX jetzt eigentlich so auf Wochensicht draus gemacht? Im Grunde hat er sich ganz gut gehalten. Die ganze Zeit war er ja zwischen der Range 11.8 bis 12.300, die wir dann gestern gesehen haben. Jetzt ist er ein bisschen unter der Marke aus dem Handel gegangen. Am Ende des Tages muss man da ganz klar sagen, wir sind in einem Seitwärtsmarkt. Eher mal mit der Tendenz nach oben und die Marktteilnehmer schauen eher mal auf die konjunkturellen Daten und der Druck von der Fed ist runter. Das würde ich sagen, ist so meine Zusammenfassung, was den DAX betrifft. Also was den DAX betrifft, aber bei ein paar Einzelwerten, da war auch noch ein bisschen was los. Zum Beispiel bei Daimler, da war Hauptversammlung und Themen waren jetzt nicht gerade Mangelware, oder? Nee, tatsächlich. Es geht zum einen um das Thema E-Mobilität. Der Konzernchef hat gesagt, naja, was für die CO2-Bilanz gut ist, ist für die Konzernbilanz nicht ganz so treffend, weil tatsächlich die Beträge, die man zurückstellen muss für die Entwicklung von E-Autos, das ist schon gewaltig und schlägt tatsächlich relativ stark ins Kontor. Auf der anderen Seite geht es da im Lkw-Bereich noch um Gerichtsverhandlungen wegen Kartellabsprachen etc. Konnte er auch nicht wirklich beziffern. Die Aktie insgesamt mit den Autowerten, insgesamt kam ja auch am Anfang der Woche noch Pkw-Absatzzahlen aus den USA, eigentlich relativ stabil unterwegs und wurden sogar eher mal gesucht in Zeiten, wo der DAX eher mal nach unten tendiert hat. Börsengang gab es in den USA, der schwedische Streamingdienst Spotify. Bisschen ungewöhnlichen Weg, den man gewählt hat, direktes Listing, aber durchaus erfolgreich. In dem Marktumfeld ja gar nicht so selbstverständlich. Ja, und vor allen Dingen hat es unheimlich lange gedauert, bis der erste Kurs dann mal festgestellt war am Ende des Tages. Man hat dann 6-mal Indikationen aus dem Markt oder in den Markt reingegeben, bevor dann der Kurs bekannt gegeben wurde. Und was man auch wissen muss, Spotify, die haben bisher nur 2,4 Milliarden US-Dollar verbrannt. Also so richtig Geld verdienen die auch nicht, aber insgesamt hat sich der Wert gut entwickelt und der ein oder andere Marktteilnehmer hat tatsächlich zum Einstieg sogar geraten. Ob das Modell jetzt so ganz so gut ist, weiß ich nicht, weil tatsächlich so 25% am Ende der Erträge landen nur bei Spotify, der Rest vor allen Dingen bei den Labels, ein bisschen was bei den Künstlern. Ob das so ein gutes Geschäftsmodell ist, wird sich zeigen, aber so im Moment kommt die Aktie zumindest mal ganz gut an. Gab es noch andere Einzelwerte, die in der Woche jetzt besonders hervorgetreten sind, positiv wie negativ? Es gab Werte, die vor allen Dingen durch Analystenkommentare positiv performen konnten, darunter zählten unter anderem die Lufthansa, die wurden von der UBS empfohlen auf dem aktuellen Kursniveau um die 26 Euro sehen die für die UBS gut aus. Die sagen 31,70 Euro mit Kaufempfehlung. Und auch eine Merck, die tendierten bei 77 Euro, waren als defensiver Wert dann in der
Schwäche des Marktes gefragt. Und da haben die UBS-Analysten gesagt, na, da sehen wir mal Kursziel 115 Euro. Auf dem aktuellen Niveau sind die super günstig. Dementsprechend konnten die auch die Märkte und die Marktteilnehmer überzeugen. Also einiges überzeugend in dieser Woche. Bisschen Hickhack, bisschen quasi von allem. Für uns eine verkürzte Handelswoche, aber da schauen wir uns doch jetzt mal an, was steht in der kommenden Woche auf der Agenda des Marktes. Gute Idee, Viola. Dann schauen wir uns doch direkt an, was kommende Woche ansteht am Markt. So wahnsinnig viel ist auch noch nicht los, aber trotzdem ein bisschen mehr jetzt als in der verkürzten Handelswoche. Mein Blick fällt zumindest zuerst auf das Fed-Protokoll. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, die US-Jobdaten, die klopften ja vor allem darauf hin ab, wie sie die Zinspolitik der Fed weiter beeinflussen. Und da guckt man natürlich auch ganz genau, wer, wie viele haben für was gestimmt und versuchen da noch ein bisschen was rauszulesen, oder? Absolut. Und was auch nicht unwichtig ist, sind am Dienstag und am Mittwoch die Erzeugerpreise und die Verbraucherpreise. Denn die Frage ist, ob es vielleicht schon eine gewisse Auswirkungen geben kann in Sachen Handelsstreit und Zollstreit und Handelskrieg auf nämlich eben diese Preise oder ob man eigentlich gar nichts davon merken wird, wenn es darum geht. Also das erwartet uns quasi im ersten Teil der Woche. Ein bisschen weiter geht es dann doch noch. Und da fällt natürlich auf, hatten wir jetzt eine Weile nicht mehr so massiv, aber es gibt wieder Zahlen, Berichtssaison, da haben wir einmal JP Morgan Chase, die Citigroup und Wells Fargo. Also die Banken, die starten hier mit dem Zahlenreigen, da schauen wir natürlich hin. Ganz wichtig und dann sehen wir am Freitag noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Das ist ja nach wie vor ziemlich robust, aber es hat schon so einen leichten Dämpfer bekommen. Und die Frage ist, ob diese leichte Schwäche beim Verbrauchervertrauen auch in der kommenden Woche weiter anhalten wird, als sozusagen Frühindikator darauf, dass der Handelskrieg schon sich auf die Laune der Verbraucher in Amerika, und die machen ja mehrheitlich den Konsum in Amerika aus, ob der sich da schon auswirkt und ob das sozusagen schon durchschlägt auf Realwirtschaft. Also ob es da schon durchschlägt und ansonsten lassen wir uns natürlich auch wieder überraschen. Gibt es Neuigkeiten im Thema Handelskrieg, Handelshickhack? Ich sag nur immer eins mehr als du. Bestimmt, bestimmt gibt es ja genau. Also wir lassen uns überraschen und bis dahin machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.